Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von This War of Mine. Tag 37. Wir waren in einem Lader und haben da sehr viele Sachen mitgebracht und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ja, der alte Mann und Frau waren ja nicht da, ne? Aber naja, vielleicht haben wir damit zu tun, das könnte sein, aber... Maren hat den Unterschlupf verlassen. Wird wohl nicht zurückkehren, okay. Gut. Er hat vieles mitgebracht. Da steht noch irgendwas Altes drin. Das heißt, wir sind nur noch zu zweit, oder über das? Okay, so kann man sich das auch abreden. Ne? Ja, so sieht's aus. Gut. Ja, sie kann auch gehen. Krank, verletzt, deprimiert. Dann lass uns Pavel gucken. Hungrig, verletzt, am Boden zerstört, erschöpft. Er sollte vielleicht essen gehen, das tut er aber nicht. Das heißt, wir müssen erstmal mit ihm klar Schiff machen. Gut. Hungrig, krank, verletzt, deprimiert, ja. Dann lass mal schneller laufen. Weil so viel Zeit haben wir dann doch nicht, oder? Da sind noch Möhren, die wir holen müssen. Wir haben nur 9 Grad, das heißt, ein Ofen müsste eigentlich auch an. Essen können wir rausnehmen. Es sind so viele Arbeiten schon hier im Haus. So, die beiden sprechen aber und ich will hoffen, dass sie ihn dann so weit aufpäppelt. Wer ist das? Ah, das ist jetzt abgebrochen oder was? Aber ich will jetzt wissen, was er da draußen will. Er hat neue gute Neuigkeiten. Ja, wenn er das über hat, dann nehme ich das auch an, ne? Warum nicht? So, sie soll ihm mal Essen geben, erstmal. Doch, es hat Sinn. Klar, hat es Sinn. Ja, ist schon mal was, das ist doch schon mal schön. So, können wir mit ihm jetzt was anfangen oder nicht? Nein, noch nicht. Dann geh du mal dahin. Machst du die Tür zu? Nein, er macht nicht die Tür zu. Das wäre eine Verschwendung von Lebensmitteln. Sag jetzt nicht, ich hätte eine Chance. Nur einmal mit diesen Sachen da drauf. Das befüllen wir wieder. Und dann würde ich sagen, als erstes, genau, die sind aber auch schon lange da. Gut, sie kocht jetzt was. Uns fehlt das Essen da, das Gemüse. Das haben wir aber, das heißt, sie geht jetzt Gemüse holen. Nein, wir haben bestimmt nicht deren Tod verschuldet. Was ist jetzt mit ihm? Er macht nichts. Das ist schade. Am Boden zerstört ist er immer noch. Und der Schöpfer ist auch. Er müsste eigentlich ins Bett schlafen. Das macht er aber auch nicht. Zeit rennt von dann. Nein, du machst das erst zu Ende. Wer soll es sonst machen? Obwohl, sie kann eine Dose essen dann.
Das machen wir als erstes. Ach, Wasser wäre noch schön gewesen, ne? Aber erst erstmal. Gut, dann geh dahin. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch mal erreichen können. Aber wahrscheinlich nur noch ein Dingens, ein Filter. Zweiter ist leider nicht da. Irgendwie hin zu irgendwas? Nein. Ich gehe von aus, dass das nicht mehr da drin ist. Genau so ist es. Krank, verletzt, krank, gehen Tabletten. Schauen wir das noch, Tabletten? Ich glaube, wir haben noch eine Stunde Zeit, oder? Mit ihm war jetzt nichts mehr machbar. Schade, ne? Eine Bandage haben wir nicht. Verletzung können wir jetzt nicht heilen. Er kann auf jeden Fall im Bett gleich schlafen. Vielleicht kriegen wir das Holz, kriegen wir auch nicht mehr in den Ofen gesteckt. Es bleibt kalt. So, okay, sie kann plündern, er kann schlafen. Was anderes haben wir sowieso nicht mehr vor. Und dann müssten wir jetzt überlegen, was wir machen. Das war jetzt das Letzte, ne? Ja. Supermarkt. Medikamente, eine große Menge Waffen. Ja, Reisebüro. Teile. Da ist Gefahr. Hier ist Vorsicht geboten. Ja. Also mal gucken, was machen wir da? Zerstörte Villa. Hätte gelagert. Aber das waren ja gefährliche misstrauische gegenüber Freunden sind. Ja, das ist schwierig, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sollen wir da hingehen? Sollen wir da nicht hingehen? Das ist die Frage. Da müssen wir mal gucken. Eine Menge Lebensmittel. Ja, das ist schon eine Weile her. Bombardiertes Haus. Haben wir schon fast leer geräumt. Da waren wir schon länger Zeit nicht mehr. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Waffen. Gefahr ist da immer noch. Autowerkstatt. Da war der Handel noch möglich. Der wollte der Tabletten haben oder Bandagen? Ich glaube, der wollte Tabletten haben. Komm, das bereiten wir vor. Wir gehen dahin. Nehmen die Tabletten mit. Und gucken, was wir tauschen können dann, ne? Ja, wir haben reichlich Sachen, ne? Ich glaube, wir nehmen das noch mit, oder? Ja, komm, da gehen wir nochmal hin. Wir haben hintenrum schon mal was, da glaube ich, meine ich, aus dem Kellerschrank gestohlen. Aber was wollen wir machen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob hier noch was ist oder nicht. Müssen wir mal gucken. Nö, wohl nicht. So, wenn wir da hingehen, kommt er raus. Das war immer so. Da ist er. Und da gehen wir auch mal handeln. Ja, ich habe welche. Wo sind die Medikamente? Ach so, da sind die Medikamente. Dafür kann er eine Menge geben. Ja, genau. Sägeblätter. Zwei Stück kriege ich dafür. Und Dietriche hat er auch. Den nehme ich auch. Weil dann brauche ich den nicht machen. Und er hat noch andere tolle Dinge. Das will er nicht. Okay. Ist irgendwas hiervon? Nein, Lebensmittel haben wir eigentlich genug erstmal. Das hätten wir... Wasser können wir vielleicht noch nehmen. Okay, dann nehmen wir nur eins von dann noch. Ich glaube, der Rest war es dann auch. Das geht auch nicht mehr. Und Holz wird auch nicht gehen. Gut, das handeln wir auf jeden Fall.
Filter müssten wir selber herstellen. Das handeln wir erstmal und dann gucken wir weiter. Ja, da müssen wir nochmal wegen Tabletten dann hin wahrscheinlich. Konnte man nicht da hoch? Wohl nicht. Nö. Da kann man runter. Hier ist das geschlossene Fenster. Da ist sein Vater jetzt, oder? Da bin ich, glaube ich, nie reingegangen, ne? Lass mal runtergehen. Ja, da konnte man noch was nehmen. Ich glaube, da waren die Vorräte alle dran. Man versucht etwas zu schlafen. Das Wasser nehmen wir auf jeden Fall mit. Zucker lassen wir drin. Und hier sind die anderen Sachen alle dran. Und das ist alles das, was er handeln kann, glaube ich. Ja. Ja, was wollen wir tun, ne? Filter nehme ich mit. Holz brauchen die hier sowieso nicht. Und das brauchen die auch nicht. Die Elektroteile sind vielleicht für mich noch wichtig. Das nehme ich auch noch mit. Mit Wasser füllen wir auf, soweit es geht. Ja, eben damals noch gekauft, den Rest nehmen wir so mit. Hört sich jetzt doof an, ist aber so. Lebensmittel lassen wir da. Ja, ich glaube, so gehen wir. Das ist zwar makaber auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was willst du tun? Die hatten im Überfluss. Und wir haben auch wenig von Lebensmitteln bis gar nichts mitgenommen. Ja, hier sind auch noch Teile. Das geht nicht mit. Da geht noch einer mit. Das ist die Frage. Was brauchen wir noch? Die Zahnräder, sind die wichtig für uns? Ich glaube, ich nehme die Zahnräder mit. Den Wasserfilter, den kann ich mir immer noch holen, wenn es sein muss. Geht nicht, ist auch gut. Ich glaube, das habe ich mal schon mal ausgetauscht. Und hier geht auch nichts mehr. Ja, dann sind wir durch schon in der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.